Nach Ihrer Recherche im Repositorium haben Sie die geeigneten Forschungsdaten gefunden. Nun möchten Sie diese interpretieren und auswerten. Doch wie nachvollziehbar sind Ihre Daten? Wer hat diese erhoben? Wann? Mit welchen Methoden? Und für welchen Zweck? Diese Angaben werden in der Datendokumentation festgehalten. Darin befinden sich Informationen über den Entstehungskontext des Datensatzes. Die Datendokumentation kann entweder als separate Datei oder in Form von Metadaten vorliegen. In einer separaten Datei kann die Dokumentation völlig frei formuliert sein. In den Metadaten hingegen wird diese nach einem festen Schema, zum Beispiel mittels Formulare, strukturiert. Die zwei folgenden Beispiele erklären, wie eine solche Datendokumentation aussehen kann. Ebenso zeigen sie deren Wichtigkeit für die Deutung unserer Forschungsdaten. Unser Datensatz liegt als digitale Fotografie vor, welche ein Denkmal zweier Figuren zeigt. Doch wen genau sollen diese darstellen? Wo befindet sich das Denkmal und von wem wurde es erschaffen? Solche Fragen muss die Datendokumentation beantworten können, welche uns hier in Form von Metadaten vorliegt. Aus der Titelangabe wird ersichtlich, dass das Denkmal die Dichter Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller darstellen soll. Als Standort des Denkmals wird eindeutig die Stadt Weimar benannt. Jedoch kann sich die Autorenangabe als missverständlich herausstellen. Denn wovon genau ist Ernst Rietschel der Autor? Ist er der Schöpfer des Denkmals oder aber der Erzeuger der digitalen Aufnahme? Leider liefert uns das Schlüsselwort Autor keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Aber wie sollte eine eindeutige Dokumentation in diesem Fall aussehen? Das digitale Bildarchiv Prometheus liefert uns ebenfalls Aufnahmen des Goethe-Schiller-Denkmals. Auch der Name Ernst Rietschel taucht wieder auf, jedoch unter dem Metatag Künstler aufgelistet. Dieses Schlüsselwort löst nun das vorherige Verständnisproblem. Die Autorschaft von Ernst Rietschel bezieht sich also auf das Denkmal selbst und nicht auf dessen Abbildung. Im Bildarchiv Foto Marburg finden sich unter den Metadaten noch genauere Angaben zur Entstehung. Diese geben Ernst Rietschel als entwerfenden Bildhauer des Denkmals an. Gießer des Denkmals stellt jedoch eine andere Person dar. Unser nächster Datensatz liegt in Form einer Microsoft Access-Datenbank vor. Es handelt sich dabei um eine Tabelle, in deren Felder unterschiedliche Angaben eingetragen sind. Doch was bedeuten die Nummerierungen und Abkürzungen und worauf beziehen sich die Datums- und Ortsangaben? Die Dokumentation des Datensatzes hilft uns, diese Einträge korrekt zu interpretieren. In unserem Beispiel ist die Datendokumentation als separate Word-Datei dem Datensatz beigefügt worden. Der beiliegende Text erklärt, dass der Datensatz im Rahmen eines Forschungsprojektes über den Briefverkehr des britischen Schriftstellers Edward Fitzgerald erstellt wurde. Die Tabelle erklärt uns zudem, wie die Informationen aus der Datenbank zu deuten sind. Die Zahlen stellen die Nummerierung einzelner Briefe dar. Die Datums- und Ortsangaben informieren uns darüber, wann und wo die Briefe geschrieben wurden. Auch die in der Datenbank verwendeten Abkürzungen können wir nun interpretieren. Dank der eindeutigen Dokumentation konnten wir unsere Forschungsdaten korrekt deuten. Nun können wir die in den Daten enthaltenen Informationen für unsere wissenschaftliche Arbeit weiterverwenden. Aber was Sie genau bei der Nachnutzung der Forschungsdaten beachten sollten, erfahren Sie in diesen Videotutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen.